Stampf, 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 Stampf. Schauen wir doch mal. Da hinten geht's weiter. Ah ja, ja, komm, mach's einfach kaputt. So, brav. Und im Grunde könnten wir jetzt eigentlich wieder hier hochlatschen, aber ich weiß nicht, was dann... Oh, warum ist hier Blut? Ich weiß nicht, was dann kommt oder ob wir wieder was verpassen. Aber wisst ihr was? Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Ist mir jetzt egal. Oder? Ey, wartet doch mal kurz. Ach ja, du mit deiner kleinen süßen Wumme da. Oh. Haben sie dich hier als Wache hingestellt? Ja, das war keine gute Idee. So, und hier sind wir doch jetzt kurz vor dem... Ach, jetzt steht die Kaserne auf einmal wieder? Oh ja, super. Alles umsonst. Oh, eine Reik, schnell, die schnappen wir uns. Bleibst du wohl hier. Die sind nämlich wirklich gefährlich. Ich rufe mal gerade unser Kindchen hier hin. Ne, die können... Kann hier ein bisschen mitmachen, ein bisschen Spaß haben. Da haben wir noch eine. Da haben wir vorne noch eine. Iiuiui. Bevor die hier ihre Zauber los... Ja, da geht's nämlich schon los. In Zeitlupe schnappen wir sie uns. Sie brennen. Ja, genau das meinte ich. Ham, ham, ham. Komm, Kabuto, hau ab da. Oh, nee, 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 nee. Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt sind wir nämlich gleich schon tot hier. Und deshalb hau ich jetzt mal ganz schnell ab. Ich hau ab, 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 ich hau ab. Ist das unser... Was ist hier denn los? Boah, nee. Ah, der kommt uns gerade recht. Oh, super. Ja, der hat ja viel Gesundheit aufgefüllt, Mensch. Dafür, dass er ein dunkler Smarty war, ein böser. Wie war denn nochmal das Tastenkürzel? Folgen die uns? Nee. Wie war denn nochmal das Tastenkürzel für Eilegen? Da muss ich nochmal gerade schauen. Horn benutzen, das kenne ich auch noch nicht. L. Adrenalin, Umschalt links. Ja, das funktioniert dann noch irgendwie nicht. L. Für legen. Das sieht immer ein bisschen pervers aus. Oh, wie klein. Und süß. Wo ist es? Da unten. Na komm. Komm mit. Kriegst jetzt mal was zu... Oh, verdammt. Die müssen wir uns ganz schnell schnappen, sonst brennt die uns an und wir sind tot. Komm, schnapp sie dir. Ja, und jetzt schauen wir uns das ganz genüsslich an. Hat nicht viel gebracht, aber immerhin ist sie jetzt tot. Und hier kommen noch mehr. Ah ja, das ist doch schön. Noch mehr Medikits auf Beinen. Und ich glaube, bevor wir hier von dieser blöden Abwehrkanone angegriffen werden... Ah, komm, 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 komm. Genau. Von diesem Geschütz hier werde ich das einfach mal so machen. Und im Grunde können wir jetzt auch mal kurz schummeln. Springen! Ja, du sollst springen. Und umgehen dieses Scheißdorf da hinten einfach mal. Ach nee, Quatsch. Wir müssen ja zu der Säule. Die ist ja irgendwo da hinten. Dann nehmen wir hier mal Anlauf. Und dann hoppsala. Ich glaube, unser Kleines macht da gerade noch ein bisschen Heckmeck. Soll es ruhig. Soll es mal seinen Spaß haben. Und jetzt werden wir... Ah, jetzt ist das auch wieder resettet hier. So, jetzt schnappt ihr mal das Dings hier. Und dann machen wir das hier. Da schmeißen wir gleich noch einen zweiten. So, alles so schön ist, machen wir hier auch nochmal. Und dann... Ah, die Lupe 1. Finden Sie den Riesenkristall und zerschlagen Sie ihn. Sie mögen zwar geringe Geisteskräfte haben, sind aber äußerst begabt im Zerschlagen von Dingen. Nehmen Sie sich das lupenförmige Bruchstück des Kristalls. Benutzen Sie die Lupe, um das Kristalltor zu zerstören. Tipps, um die Lupe zu benutzen, drücken Sie Ihre Brennentaste, peilen Sie Ihr Ziel an und drücken Sie Ihre Angriffstaste. Sie können Ihre Lupe auch verwenden, um Ihre Feinde aus der Ferne zu braten.
Und wir haben wieder volle Energie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da unten ist alles... Ja, das haben wir nicht wir gemacht. Das hat das Spiel für uns gemacht. Und schaut euch mal den großen Größenunterschied an. Och, wie süß. Ja, wo finden wir denn das Lupin Fragment? Da hinten. Oder nicht, oder doch? Ich laufe erstmal da hinten hin. Schabups. Na, reicht der Booster noch? Ja. Der könnte ruhig mal schneller nachladen, der blöde Booster. Weil irgendwie heißt es ja, finden Sie... Oh, ja, finden Sie die Reiks, die da hinten auf uns warten. Da muss ich mich erstmal so richtig hinsetzen und dann geht es jetzt mal los hier. Und ab geht die Post. Booster. Und wir schnappen uns die ollen Mampf. Na. Mampf. Und auch nochmal Mampf. So, und jetzt mache ich mir hier wieder Autocrashs. Die Leute, die die letzte Folge gesehen haben, wissen, oder vorletzte, wissen, was damit gemeint ist. Einer für uns. Einer für euch. Einer für uns. Und noch einer für uns. Da bist du wohl. Danke. Ah, jetzt ist das Lupenfragment auch dabei hinten wahrscheinlich. Das muss alles erst spawnen und wir müssen erst so... Oh, jetzt sind da wieder die... Nee, doch nicht. Ich dachte, da wären Reiks. Ach, die gehen ja noch hier. Einfach mal ausweichen. Oh, was kam da gerade? Da habe ich kurz ein Windows-Pling gehört. Weil ich zu viel Alt gedrückt habe. Ah, das mag Windows ja vielleicht nicht. Ups, ja, bye-bye, ne? Ich wollte dich ja nicht essen, jetzt habe ich dich weggeschmissen. Komm, nimm ihn doch einfach. Einfach nehmen, einfach nehmen. Die machen übrigens ganz schön Schaden mit ihren Wurmen. Shit, der hat noch getroffen. So. Und da unten sehe ich da, da ist der Lupenkristall. Und da haben wir eine Kaserne. Da könnte man sich doch eigentlich noch... Na, ihr wisst schon. Ja, und das werde ich auch tun. Ich will diese Kaserne plätten. Und wie könnte man das besser bewerkstelligen als mit einem Lava-Kristall oder was das Ding auch immer ist? Und mal schauen, ob Kabuto wirklich keinen Fallschaden hat. Nö, hat er nicht. Da grunzt er nur einmal und dann geht's weiter. Na, und wenn ich hier rüberspringen möchte, brauche ich, glaube ich, einen Booster. Und hopp. Oh, das wird doch... Nee, ging. Ist das... Das ist auch nochmal ein Tor. Nee, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen da wieder hoch. Komm schon, Kabuto. Geht nur mit Booster. Können wir nicht auch da hinten hoch? Irgendwas schießt hier noch. Noch da unten läuft so ein Einzelner rum. Ja, soll uns nicht stören. Hier hoch müssen wir, hier an so einer Kante, da kann man sich immer schön hochangeln oder auch nicht. Hier. Hoffentlich reicht der Booster noch. Jawohl. Müssen wir natürlich erst wieder kaputt machen. Dann schnappen wir uns so ein Teil und weiter geht's. Der greift auch einfach mal so einen rot glühenden Stein. Ist überhaupt kein Problem für unseren Kabuto. Das ist schon ein mächtiges Vieh hier. Dass wir hier steuern dürfen. So, jetzt geht's hier hinten rum. Und er trottet vor sich hin. Wie lustig das aussieht. Also wenn er voll keinen Bock hätte, diese ganzen Mist hier zu machen. So eine doofe Lupe zu beschaffen. Ist doch nichts für so einen Giganten hier. Und immer diese weiten Wege. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Bam, 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 bam. So, da haben wir die Kaserne doch. Und wir können sie sogar direkt anvisieren. Oh, wow. Hat das Schaden gemacht. Ich dachte, das geht mit einem Schuss.
Also mit einem Wurf. Toll. Dann müssen wir die vielleicht händisch plätten. Ja, geht viel besser. Ich hab übrigens gerade X gedrückt und von wegen Horn benutzen, da passiert gar nichts. Da hätten wir die andere Kaserne eigentlich auch gerade konventionelle Art und Weise plätten können. Und dieser Bunker bringt euch gar nichts, Leute. Dieser Bunker bringt euch gar nichts. Vor allen Dingen, wenn ihr nicht drin seid. So. Oder doch? Ah, doch, da sind doch welche drin. Dieser Bunker wird euer Grab sein. Vierter Nachtritt, sehr schön. Zack. So. Jetzt einfach mal ein bisschen stampfen. Und das war's. Und jetzt haben wir hier unten auch den Kristall. Hallo. Draufhauen, oder? Haha. Unsere Brennentaste. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was unsere Brennentaste ist. Oder stand da Rennen? Na ne, Brennen. Puh. Geht das auch? Okay. Haha, ist ja cool. Dann nimmt er sich die quasi. Und brennt damit so ein bisschen durch die Gegend. Ist also, wie ich meinte, auch keine richtige Lupe, wie man die kennt, mit Griff und Fassung und Glas, sondern einfach ein Kristallsplitter. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir Gegner damit braten. Kann man da auch zoomen? Schon, aber die Reichweite ist nicht groß genug. Wie hoch ist denn die Reichweite dann bitte? Erstmal hüpfen wir jetzt hier rüber. Komm, 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 komm. Wow, das war aber knapp. Irgendwie ist die nicht sehr hoch, glaube ich. Wir müssen aber eh da runter. Schauen wir doch mal, was sich da so machen lässt. Ach so, man muss das noch bündeln. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Ob ihr passt? Na, das ist noch zu weit weg. Man muss die Maustaste gedrückt halten, dann bündelt sich der Strahl. Ja, aber trotzdem ist die Reichweite nicht gerade hoch. Ah, okay, ungefähr diese Entfernung können wir benutzen. Wie sieht das bei Gebäuden aus? Funktioniert das da auch? Ja. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Geht das da oben? Nee. Leider nicht. Rufen wir mal unsere Kleinen her. Oh, das Geschütz, das ist schon ganz wild und wuschig auf uns. Deshalb werden wir das einfach mal braten. Tschüss. Und dann außerdem noch diesen hier machen. Genau. Und... Ah, ist zu weit weg. Ja, es macht schon Spaß, damit rumzuspielen. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wie sieht das hier aus? Och, Mensch, Leute, so weit ist das doch jetzt auch nicht weg. Genau. Geht doch. Ja gut, genug gespielt, genug mit Lupen auf Ameisen gezielt. Was ist das? Da muss ich nochmal kurz... Ist da schon einer? Oh, da sind schon eingespannt. Nee, das ist mir zu unsicher. Ach komm. So, jetzt schaut mal, was wir hier Schönes machen. Die sind da schön eingespannt und wir kommen mit einer kleinen Lupe an. Ohrens. Na? Ach komm, dann mach ich gleich mal so hier. Oder? Ach. Was soll der Geiz? Wir haben die Muckis. Wir haben die Muckis. Ja, wollte ich doch schon sagen. Und jetzt werden wir mal das Tor hier brutzeln. Wenn wir denn weit genug... nah genug sind. Ah, das sieht gut aus. Zack.
Ausgangsportal 1. Finden Sie das Ausgangsportal und zerschlagen Sie es. Okay. War nur ein Witz. Gehen Sie ihn durch, um zur nächsten Insel zu gelangen. Der war gut. Senkrecht hochstapfen, kein Problem. Oh, und ich verstehe, was wir machen sollen. Wir schnappen uns das schöne Werfding an ihr. Und dann werfen wir ein paar Bröckchen auf die Kaserne. Oh, das könnte auch etwas in Bewegung bleiben. Werfen sollst du. Schnell! Oh, 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 oh. Essen. Da geht auch schon die Kampfmusik los. Komm, ey, wieso triffst du denn die scheiß Kaserne da hinten nicht? So. Werfen! Schnell! Und essen! Ich ruf auch mal unsere Kleinen, die sollen uns mal helfen. Na, komm! Oh Mann, das wird knapp. Oh Mann, das wird sehr knapp. Ich muss abhauen. Eieieiei, das sind ganz schön viele Gegner. Ich glaube, das werden unsere Kleinen auch nicht überleben. Und ich höre die ganze Zeit das Gesumme von dem... wie heißt es? Kristall. Okay, jetzt trauen wir uns mal rein. Oh, ausweichen. Wir müssen nämlich futtern. Sonst ist das ganz schnell aus hier mit uns. Nimm ihn dir doch einfach. Mann, schneller. So, den hätten wir. Ich werde die Kaserne hier nochmal lassen. Denn die produziert nämlich Nahrung für uns. Na, hallo, nehmen, essen, jetzt, schnell, nehmen, essen. So, jetzt können wir die Kaserne auch platt machen. Wir haben ja noch zwei, ne? Sollte ja kein Problem sein. Ach, unser zweites Kindchen ist auch gewachsen. Hat's genug Gegner hier gefunden. Sehen wir unten rechts, sind jetzt beide voll ausgewachsen. So, jetzt bist du dran. Jetzt haben wir auch wieder volle Gesundheit. Jetzt ist das kein Problem mehr. Die beiden hatten sich da gerade irgendwie am Baum verfangen. Ich musste dir mal gerade befreien. So, bist du noch dran? Und jetzt ist die Kaserne noch dran. Das war nicht ohne. Werden wir noch kurz das Tor da hinten angreifen. Mal per Fernkampf ein bisschen Schaden machen, aber gut, auch wenn es nicht viel war. Wow, ein Sprungangriff. Oh, das ist sogar ein Eisentor. Oh, und jetzt kommt wieder so eine blöde Reihe hier angefahren. Ich krieg dich. Ja, brauchst du gar nicht glauben, dass du hier mit deinen Zaubern ankommen kannst. Jetzt heißt es vorsichtig sein, auf dem letzten Stück jetzt noch zu sterben, wäre etwas blöd. Maul, Backe. Ah, ich weiß doch, wo du landest. Komm her. Ich kann diesen Turbo auch mal. Konnte diesen Turbo auch mal. Und am besten ist es bei denen immer gleich fressen. Sie wurden... Ah, ich bin klein. Da rufe ich meine Kinderchens. Kann ich die trotzdem noch nehmen? Und essen? Ha. So einfach ist das. Die hätten uns auch viel... stärker zusetzen können. Die hätten nur mal ein, zwei Brandzauber machen müssen, na, dann wäre es schon fast um uns geschehen gewesen. Ich bin froh, dass die KI nicht so krass ist hier. Obwohl es manchmal ja schon knapp wurde. Ah, wir haben das Tor hier gefunden. Kommt, meine Kleinen, wir gehen da durch. Na, kommt. Oh, okay. Die letzte Reaper-Festung. Kabuto Story 4. Die Lupe 2. Zerschlagen Sie den Riesenkristall, um eine Lupe zu erhalten. Benutzen Sie die Lupe, um das Kristalltor zu zerstören. Das kennen wir ja schon. Tipps: Haben Sie Probleme, durch ein schwieriges Gebiet zu gelangen? Fressen Sie ein paar böse Smarties und umzeugen Sie einige Babys. Schicken Sie Ihre Babys voraus, um die Reihen der Feinde auszudünnen und sich selbst fett zu fressen. Wir haben ja... Oh, ey, das war nicht nett. Dafür gibt's auf den Sack von Mama. Die haben gerade auf unsere Kleinen geschossen.
Und ja, wir sind eine Mama, wir sind kein Papa, ne? Wir sind ja Delphi, die verwandelt wurde, also weiblich.